Jacqueline Seifritzberger feierte vor wenigen Tagen in Willingen ihren zweiten Weltcupsieg. Julia Mühlbacher flog erst in der Vorwoche bei der Juniorenweltmeisterschaft zu Silber im Einzel sowie mit ihrer oberösterreichischen Springerkollegin Sarah Schuller zu Gold im Mixed-Teambewerb. Unsere oberösterreichischen Skispringerinnen kommen also in Topform zu den zwei Weltcup-Bewerben am 24. und 25. Februar nach Hinzenbach. Die Chancen sind sehr gut. Also ich habe gezeigt, was ich drauf habe, bin heuer regelmäßig in die Top 10 zu finden. Man, zum Abholen ist nie ein Sieg, das weiß man eh. Also es spielen viele Faktoren zusammen, die anderen schlafen auch nicht. Also momentan ein Springen zu gewinnen ist gar nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich weiß, dass ich es drauf habe, ich habe es jetzt gezeigt. Und daheim ein Heimsieg war natürlich schön. Ja, also ich bin eigentlich in einer Topform und ich habe schon gesagt, dass ich auf Stocker springen kann und war natürlich super, wenn es mir in Hinzenbach gelingt. Gerade weil Familie und Freunde nicht weit weg sind und dann können wir uns zahlreich immer zuschauen und feiern uns gescheit an. Das macht schon richtig eine super Stimmung und das kriegt man auch mit, wenn man daheim in Oberösterreich ist und jeder den Dialekt hat. Und ja, das ist einfach was anderes, wenn man es von klar auf schon kennt, die ganze Anlage und nicht weit weg ist von daheim. Das ist einfach ein ganz anderes Feeling. Insgesamt geht der FIS Ski Jumping World Cup der Damen am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. Februar zum bereits 11. Mal in der Energie AG Arena Hinzenbach über die Bühne. Ja, die Vorfreude ist riesengroß, dass die Weltelite im Damensprungsport wieder nach Hinzenbach kommt. Und wir sind sehr motiviert. Warum? Im Vorjahr war es ein österreichischer Doppelsieg und heuer kommen unsere zwei Lokalmatatorinnen mit jeweils einem Sieg in der Tasche. Die Jacqueline Seifritzberger eben mit dem zweiten Weltcupsieg nach 11 Jahren und die Julia Mühlbacher als frisch gebackene Junioren-Team-Weltmeisterin, also wirklich ganz was Besonderes. Darum, liebe Sportfans, kommt nach Hinzenbach. Unsere Lokalmatatorinnen brauchen euch quasi, dass wir richtig anfeuern, denn da kann wirklich Großes entstehen. Wie geht es mit dem Wetter um? Wann wird es zu einer Absage kommen? Also wir sehen jetzt überhaupt keine Absage, weil wir haben sehr viel Schnee liegen. Wir haben mehr wie die doppelte Menge noch und aus Erfahrung wissen wir, dass wir eigentlich bei den jetzigen Wettertemperaturen, die wir in den nächsten Tagen haben, eigentlich kein Problem tragen. Schon bald sind wieder alle Blicke auf Hinzenbach gerichtet. Eine ordentliche Portion Werbung für das Sportland Oberösterreich. Ja, heuer ganz besonders mit den tollen Leistungen unserer Skispringerinnen. Jacqueline Seifritzberger, Julia Mühlbacher vor allem, ist der Bewerb hoffentlich heuer ein richtiger Anziehungspunkt und wir hoffen auf sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei diesem Event. Neben den österreichischen Damen gehen natürlich auch die Top-Skispringerinnen aus 15 weiteren Nationen vom Balken. Karten gibt's übrigens unter der unten eingeblendeten Adresse.